Aus Anlass des 10-jährigen Jubiläums des Bestehens des Vereins Partnerschaft mit Wolodimir lud der Vorstand in der vergangenen Woche Gäste aus der Partnerstadt ein. Genauer gesagt 4 Frauen. Männer dürfen nicht reisen. Wir trafen den Vereinsvorsitzenden Karl-Ernst Müller und eine der Frauen am Donnerstag vor dem Rathaus. Die werden die Stadtratssitzung am Anfang besuchen, dann haben wir noch einen Besuch im Schumannhaus. Der Dr. Sinovcik wird uns ein Stück von Schumann spielen und dann werden wir den Tag ausklingen lassen, weil die gestern eine anstrengende Reise hatten. Ich heiße Valeria Kornienko. Ich bin die Hauptspezialistin für die Abteilung Internationale Affären und Tourismus in Wolodimir, der Partnerstadt von Zwickau. Wir sind hier, um das 10-jährige Jubiläum des Verbandes Partnerschaft zur Ukraine zu feiern, dessen Kopf Karl-Ernst Müller ist. Wir möchten uns für alle 10 Jahre Partnerschaft bedanken, die in friedlichen Jahren startete, mit Hilfe für Städte und Dörfer in der Umgebung und in unserer Stadt. Und jetzt, seit dem 24. Februar 2022, hat sich die Hilfe etwas verändert und sie ist jetzt auch für alle Bürger, nicht nur für die Einwohner unserer Stadt und der Dörfer drumherum, sondern auch für die Menschen in den östlichen Regionen, die hierher gekommen sind nach Wolodimir, um ihnen zu helfen, in Frieden und Sicherheit zu leben. Seit dem 24. Februar 2022 sind so viele Menschen aus dem Osten der Ukraine in unsere Stadt und die umliegenden Dörfer gekommen. Wir haben ihnen in unserer Stadt Orte zum Leben gegeben. Aber der Verband von Karl-Ernst Müller, Partnerschaft zur Ukraine, hat uns so viel Hilfe gegeben. Sie haben Wasser, Kühlschränke, Öfen, Wasserkocher, alles, was die Menschen brauchen, die mit nichts gekommen sind, gegeben. Der Verband hat den Menschen so viel geholfen. Unser Bürgermeister sagt vielen Dank zur Organisation, zur Stadt Zwickau und zum Verband Partnerschaft zur Ukraine für die Hilfe. Als der Blackout kam, ist Karl-Ernst Müller innerhalb von 2 Tagen nach Wolodimir gekommen und brachte 4 verschiedene Generatoren mit, um die Stadt vor dem Blackout zu bewahren. Das war die erste große Hilfe. Dann kamen dank Sven Dietrich vom Rathaus 10 weitere Generatoren, die ebenfalls eine große Hilfe waren. Also wollen wir euch danken im Auftrag des Bürgermeisters von Wolodimir, auch im Auftrag von den Bürgern und Einwohnern der anderen Städte und im Auftrag aller Mitglieder des Stadtrates. Wir wollen dem Verband Partnerschaft zur Ukraine und dem Rathaus Zwickau Danke sagen für die 10-jährige Hilfe und für die besondere Hilfe in Zeiten des Krieges. Vielen Dank, das ist uns sehr wichtig und auch jedem einzelnen Bürger, nicht nur von unserer Stadt und den umliegenden Dörfern, sondern auch den Menschen aus den östlichen Regionen der Ukraine. Thank you very, very much. Danke schön.